Willkommen bei Marmalade. Das Video dient Informationszwecken. Alle Arbeiten sind immer vom Fachmann durchzuführen. So, wir haben den Haughty One Treiber. Hier ist die Haughty One. Ich nehme das Video jetzt im Querformat auf, damit ich es auf YouTube veröffentlichen und in meine Artikelbeschreibung integrieren kann. Gehen wir ein bisschen näher ran. Zeige euch den Blumenstand immer. Hier ist er. Das ist das Geile, der hat hier unten jetzt einen Klemmblock. Das heißt, du brauchst keine Vakuumklemmen mehr, um den anzuschließen. Das Einzige, was du machen musst, ist hier. Da hat der Hersteller Blumster jetzt sogar von Haughty One auch die passenden Adapter bekommen. In unserem Fall schneiden wir den jetzt ab. Haben wir vorher sichergestellt, was ja wirklich eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Leuchte nicht am Strom hängt. Und sowieso sind alle Arbeiten vom Fachmann durchzuführen. Ich zeige euch jetzt erstmal das benötigste Werkzeug. Damit schneide ich den Adapter ab. Und damit lege ich die Kabel frei. Das Ganze geht auch mit Haushaltsmitteln, was ich aber nicht empfehlen würde. Aber mit ein bisschen Geduld kannst du das natürlich auch machen. Komm, verwenden wir die gerade mal. Machen wir was ganz Böses und schneiden hier den Adapter ab. Ich lasse noch ein bisschen Kabel dran, dann könnte ich nämlich später mit Vakuumklemmen den Adapter sogar wieder benutzen. So. Das war schon. Nächstes Video. So, in seinem Dimmer, was ich bisher getan habe. Ich habe den Konnektor hier abgeschnitten. Den gibt es auch bald dazu zum Zubehördimmer. Wer will, muss nicht sein. Weil der Blumstertimmer hat unten einen Klemmblock, wo einfach die Kabel nur noch reingesteckt werden. Das macht man normalerweise mit Lötzinn oder mit ADN-Hülsen. Bei so einem Dimmer hier auch das vom Fachmann durchführen lassen. Das ist aber kein Problem. Ich habe die Kabel freigelegt und mit der Hand hier zusammengedreht. Und dann wird es nur noch gesteckt. Das war's. So, schon fest. Hat man das gesehen? Andere Seite. Ich entschuldige mich, wenn meine Hände im Weg sein sollten. So. Das war schon. Jetzt hängen die Kabel fest, aber jetzt muss man die noch Zug entlasten. Das ist also wichtig, um Kabelbruch dann später vorzubeugen. Dann mache ich also hier noch einen Kabelbinder rein. Das war's. Dann könnt ihr dem, zeige ich euch gleich. Gerade noch schnell einen schwarzen Kabelbinder besorgt. Bei sowas kann ich dann auch echt ein Pienchen sein. Meine Stammkundschaft weiß, ich habe eine Vakuumklemmenallergie. Und damit hier mit dem kleinen Kabelbinder, was ich hier im Rahmen reingesteckt habe, sorge ich für die Zugentlastung von dem Kabel, damit es über die Zeit halt nicht brechen kann. Und weil es jetzt hier anbietet, besorge ich mir jetzt noch eine schwarze Schraube und mache den Dimmer hier schön an die Wand von der Haughty One. Geil, oder? Also mir gefällt das. Jetzt habe ich auf die Schnelle keine schwarze Schraube hier oben gehabt. Gut, egal. Treiber und Dimmer hängen jetzt an der Wand. Die Leuchte hängt, wo sie reingehört, im Sticky Experts Zelt. Und kleines Zubehör vom großen deutschen, vom großen amerikanischen Online-Händler. Ein Strommessgerät, was zu jeder Pflanzenlampe geil ist, einfach weil man da einen Dimmstatus checken kann. Ich muss mir noch ein bisschen mehr Platz mit dem Treiber geben. So, wie ihr sehen könnt, es leuchtet schon mal. Wir sind bei, könnt ihr das sehen? 12 Watt, weil ich habe den Dimmer ganz runtergedreht. Ich zeige euch mal die Leuchte und drehe hoch. Seht ihr ja. Juhu. So, jetzt haben wir hier einen Verbrauch von, ach, ihr könnt es nicht sehen, gell? 192,7 Watt. Also könnt ihr mit dem Ding von 10 bis 100% dimmen. Alles funktioniert wunderbar. Der Dimmer kostet euch 20 Euro. Die Leuchte kostet schlanke 260 Euro. Das ist, glaube ich, für die Lichtleistung echt super okay. Und im kleinen Sticky Experts Zelt, da reichen auf jeden Fall 150 Watt, ne? Also 150 Watt LED pro halben Quadratmeter würde ich rechnen. Stelle ich das mal auf 150 Watt hier ein. Ach, dieses blöde Kabel. 160.
So, 153 Watt. Und das hier hängt bestimmt auf 1,60 Meter. Ja, Ausleuchtung ist Weltklasse. Mama lädt.